Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Setz dich, ich schnall dich fest. Das ist total beruhigend. Was ist mit deinem Kopf los? Oh Gott. Ach du Scheiße. Aber nicht zu fest bitte. Au. Ah. Was? Wir müssen sie stoppen. Und genau das werde ich tun. Ne. Aber Becky schafft es nicht ohne den Verstärker. Sie absorbiert ihn. Und dann schließen wir sie weg. Was zum Teufel soll das? Warum tun sie das? Ohne Alma habe ich keinen Einfluss. Ohne Einfluss habe ich keine Zukunft. Ich glaub's einfach nicht. Die Stadt liegt in Trümmern und sie jammern wegen ihrer Forschung. Hören Sie. Nein, Sie hören zu. Wir machen's auf Hellfords Art. Wir töten diese Drecksau. Was? Dass es so kommen muss, tut mir leid. Aha. Ich bin kein schlechter Mensch. Nee. Ich hab nur keine Wahl. Du alte Drecksau. Versäumen Sie Ihre Verabredung mit dem Schicksal nicht, Sergeant Beckett. Du bist tot. Tot! Tot. Oh. Ah. Alma. Reaktivieren Sie den telestetischen Verstärker. Okay. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass die Aufgabe ein bisschen zu einfach ist. Warum befehligst du mich? Keegan. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt gegen Keegan kämpfen oder müssen wir jetzt den Verstärker... Wo? Ach du Heilige. Alter. Der kann ja von überall auftauchen. Komm schon, Keegan, komm schon. Oh nee, komm lieber nicht, weil ich hatte ja keine Weste an die ganze Zeit und das geht ja sofort auf die Gesundheit. Ach fuck, ich brauche eine Weste und ich brauche... Ach, Gesundheit habe ich ja zum Glück noch ein paar Health Packs. Zwei Stück immerhin. Aber... So, einfach mal hier drücken. Mal gucken, was passiert. Warum mag sie nur dich? Und jetzt haben wir plötzlich wieder eine volle Weste und alles super und so super ist das jetzt doch nicht, aber wir müssen. Wir müssen irgendwo das Ding reaktivieren und jetzt sehe ich nicht mehr, wo das ist. Wir müssen da irgendwie hinkommen, hier kommen wir scheinbar nicht lang. Ach du Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Endkampf gegen Keegan austragen müssen, gegen einen unserer Leute. Vor allen Dingen nicht, wenn er so rumflimmert ewig, dass man ihn noch gar nicht...
Boah, ich komme ja auch langsam mit den Tasten durcheinander, weil ich so ein bisschen unter Druck stehe. So, schnell drücken. Mann, Keegan! Nein! Nein! Du kriegst sie nie! Ah, oh, Keegan! Wo müssen wir jetzt hin? Und was macht Alma da eigentlich die ganze Zeit? Ah, verdammt. Alter. Was war das denn jetzt schon wieder? Och nö, und jetzt alles von vorne? Och nö, Leute, das muss doch nicht sein. Und wir hatten doch noch fast volle Energie und dann... Ach nee, nicht ganz von vorne. Naja. So, zwischendurch mache ich immer eine ganz kurze Pause, damit sich da, der Bullet Time, das Bullet Time wieder aufladen kann. Boah, ich komme hier gerade voll nicht mehr klar. Na, jetzt wieder weg da. Ich werde dir helfen! Tja, liebe Freunde, das war also eins der allerbesten Horrorspiele, die überhaupt auf dem Markt sind, wenn ich das mal so sagen darf. Das war 4-2 Project Origin. Und für die, die es nicht ganz verstanden haben, so wie ich, als ich das erste Mal vor vielen Jahren mal durchgespielt habe, am Schluss, während man gegen Keegan kämpfte, wurde man von Alma sozusagen, naja, man kann sagen, vergewaltigt, missbraucht oder wie auch immer man sagen möchte. Und das, was wir gerade gesehen haben, das war das gemeinsame Kind. Und was auch immer daraus kommen mag, an Kind, an Balk, ich weiß es nicht, das werden wir hoffentlich in 4-3 erfahren. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß und Schiss und ich weiß gar nicht, was noch alles hattet, wie ich beim Durchzocken. Ich muss zugeben, 4-2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, einfach weil die Intensität des Spiels so unglaublich hoch ist und man an manchen Stellen, wenn es nicht gerade lahme Schießerei ist, an manchen Stellen kann man sich so verjagen und so einscheißen. Ach, und Phil Lamar hat auch eine Sprechrolle gehabt, der ist von Matt TV, ist ja cool.
Tja, auf jeden Fall lasse ich die Credits jetzt durchlaufen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet genauso viel Spaß und Schiss beim Zuschauen wie ich beim Zocken. Und ich hoffe, wir werden noch viele, viele, viele andere Spiele in dieser Qualität erleben, sage ich mal. Und als nächstes spielen wir jetzt erstmal natürlich Fable zu Ende, das ist ja ganz klar. Aber als nächsten Shooter habe ich mir schon was rausgesucht. Es ist kein neues Spiel, wie man denken mag. Ich habe überlegt, ob ich Metro 2033 als nächstes machen soll. Soll ich nicht. Also mache ich später. Und ich hatte auch überlegt, ob ich dann Postal 2 vielleicht mal zocke. Aber auch das mache ich später. Das heißt, wir haben noch eine Menge, Menge vor uns. Und das Spiel, was ich als nächstes ausgesucht habe, bitte, wer es errät, nicht spoilern in den Comments. Nicht spoilern, sonst tot durch Almas Vergewaltigung. Was ich sagen wollte, das Spiel, was ich mir ausgesucht habe als nächstes, ist auf jeden Fall auch ein Story, sehr storylastiger Shooter, aber mehr Tragödie als Horror. Leider nicht zu viel Horror, nur ein bisschen, aber auf jeden Fall Hauptaugenmerk auf Tragödie. Tja. Und das war 4.2 Project Origin. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns ja demnächst wieder im nächsten Game. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wenn wir schon mal dabei sind, bei den Belohnungen. Abschließen, Annäherung, Entdeckung. Jetzt wollen wir die nochmal durchgucken? Komm, wir gucken. 4 auf einen Streich. Unberührbar, Vandalismus. 50 interaktive Elemente als Deckung benutzen. Verdammt, das hätte man machen sollen. Alle Missionen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschließen. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben hier. 4 Sterne, General. 4 auf einen Streich. 4 Gegner mit einer Granate töten, haben wir. Über Bande. 10 Gegner mit Hilfe von Umgebungsobjekten töten, haben wir auch erreicht. Alles nur diesem Let's Play übrigens. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Tödliches Ballett. 4 Gegner in einer Zeitlupenaktion töten. Das kann ich. Tödlicher Blick mit Scharfschützengewehr. 10 Gegner per Kopfschuss töten. Auch das ist übrigens mein Metier. Stalker, 75% der Hinweise im ganzen Spiel sammeln. Stadtplaner haben wir leider nicht. 100 Kampfeinheiten zerstören, unberührbar. Deathmatch, das hätten wir auch nicht machen können. Sprengmeister, 3x die C4-Ladung in einem Failsafe-Ranglistenspiel legen. Das ist natürlich alles nichts fürs Let's Play. Snake fürs 10 Gegner im Nahkampf töten, das haben wir auch gemacht. Yeah. Schnapp sie dir alle, das ist alles Rangkontroll-Ranglisten. Failsafe-Spiel ist alles Multiplayer. Paparazzi, 25% der Hinweise im Spiel sammeln. Orakel haben wir leider nicht geschafft. Uns fehlen 4 Hinweise, verdammt. Schade. So, Offizier und Gentleman, Second Lieutenant. Das ist alles Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Historiker, 50% der Hinweise sammeln. Gut verbrachte Zeit. Ranglisten. 10 Gegner mit der Napalmkanone rösten. Gruß vom Koch. Ach, schade. Sich 5-mal selbst umbringen. 1 von 5 haben wir mal geschafft. Wann auch immer, ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn da? Blendende Schönheit. 10 Gegner mit dem Laser zerlegen. Einer hat uns gefehlt. Alle Reflexinjektoren im Spiel sammeln. Hat uns noch einer gefehlt. Verdammt. So, abschließend Zuflucht. Lalalala. Auf beliebigen. Lalala. Hier alles abgeschlossen. Das waren die Belohnungen. So, und jetzt sage ich endgültig nochmal Tschüssikowski und bis zum nächsten Let's Play und bla bla bla. Hoffe, es hat euch gefallen. Bla bla bla. Habe ich schon 2-mal gesagt. Und auf jeden Fall immer super mit euch die Games zu zocken und ich freue mich total, dass ich so viele Views habe inzwischen, so unglaublich mega viele Views, auch bei 4.2 und auch so unglaublich viele Kommentare, aber bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede und hier noch ausufere, sage ich Tschüssikowski und bis zum nächsten Game. Tschüssi!